Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect. Wir begeben uns jetzt mal nochmal hier rüber und schauen uns mal weiter im Gebäude von Exogeni um. Ein Geht-Frontkämpfer. Sind die da am Rumbasteln? Vielleicht können wir da mal eine Granate runterhauen. Moment, ich will die erstmal anvisieren. Zack. So, dann machst du bitte mal Sabotage da drauf. Der wäre weg. Den dann mal bitte überlasten. Benutzen diese Klauen, um ihre Schiffe an Gebäudeseiten zu verankern. Subtil wie ein Tritt ins Gesicht. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Das wird schwer. Wir können die anderen Greifer nach Schwachstellen prüfen, aber die Gates sind ziemlich gründlich. Gut, muss sagen, es hat wunderbar funktioniert, unser hinterhältiger Angriff. Können wir da runter? Ja. Glühende Sphäre. Der Grundriss des Raums erinnert mich an die Tempel, die mein Volk früher baute. Glauben Sie, die Geth haben ihn für religiöse Zeremonien genutzt? Wenn die hier nach Gott suchen, kann ich die Sache gern beschleunigen. Der Grundriss des Raums erinnert mich an die Tempel, die mein Volk früher baute. Glauben Sie, die Geth haben ihn für religiöse Zeremonien genutzt? Oh, versuchen wir das mal noch gerade. Da habe ich jetzt einfach zu lang gewartet gerade. Gerade so noch. Okay, neue Waffe und eine neue Schrotflinte. Da dürfte sich dann Rex drüber freuen. Und mit der Pistole gucken wir doch mal gerade, ob die für Frau Tali was ist. Nee, ist noch nicht mal was. Ja gut, ist halt höhere Präzision. Aber Präzision ist ja bei den computergesteuerten Begleitern nicht wirklich. Also da geht es wirklich rein um Schaden. Diese beiden sind eigentlich nur für uns wichtig. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Oh, wir haben mittlerweile echt ein bisschen was an Geld. Cool. Wenn die hier nach Gott suchen, kann ich die Sache gern beschleunigen. Ich glaube, diese Situation fällt unter die Kategorie ohne Warnung schießen. Bestimmt. So, speichern wir das Ganze mal ab. Begeben uns weiter nach vorne. Hier hat es auch einige zerlegt. Wir sind wieder blockiert. Das heißt, uns erwartet hier gleich eine Runde Besuch. Das ging schnell. Überlasse den mal bitte. Wieso lebt der denn noch? Wieso? Ich dachte, die hätte den schon längst platt gemacht hier. Ah, so ein verdammter Pirscher. Weg! Oha. Frontkämpfer. Ah, das dauert hier. Ich hoffe mal, ich finde mal irgendwas für die Fähigkeit mal irgendwann ein bisschen schneller aufladen können. Hm.
Da du mir jetzt wieder zu nahe kommst, auch komm, Kind, das blockiert doch nicht. Nicht schlecht, Ashley. Du machst dich echt gut als Frontkämpferin hier. Aber dich doch ordentlich geskillt. Ach stimmt, wir können ja hier wieder unsere Waffen... unsere hier Waffenart wechseln. Okay, links oder rechts? Ich glaube, da müssen wir hin. Das heißt, wir gehen erstmal nach links. Oha. Ich glaube, ich bin mir doch nicht mehr so sicher, wo wir hin müssen. Also, war ich mir eigentlich noch nie. Auswendig kann ich die Karten hier allerdings nämlich nicht. Na gut, sonst können wir auf dem Rückweg ja nochmal da unten vorbeischauen. Toll, Krogana. Ach, die ballern von sich auch schon mit den Dings. Dann werde ich hier doch nochmal wechseln. Überlaste mal bitte. Au. Schild. Heil. Sieht es bei euch mit Fähigkeiten aus? Meint nicht so pralle. Ja, zumindest leben noch alle. So, der nächste Organa ist platt. Fehlt nur noch der da hinten. Dankeschön. Stufenaufstieg nehmen wir auch gerne mit. Ja, Spectre Training, wie gesagt, das wollte ich so schnell wie möglich mal auskillen. Dann haben wir das nämlich auch gleich. Ashley. So, noch ein bisschen Panzerung. Du darfst mal wieder ein bisschen was in die Chiffrierung. Ja, schon Tagebuch kommen, das können wir jetzt auch mal gerade durch. Da, die geht klauen. Jawohl. Da hat man, glaube ich, nichts Neues. Nö. Scheinbar doch. Markieren wir hier erstmal alles. So, weiter geht's. Genau, da haben wir die Konsole. Hier haben wir noch einen Spind. Oha. Ja, Maus, ich bin hier gerade ein wenig überfordert. Blöd, ey. Das ist, wenn das da hochgeht, da scheint wohl auch die Drehung sich irgendwie umzustellen. Deswegen machen wir es halt so. Wir haben ja Universalgel. Neues Präzisionsgewehr und neue Pistolen. Gucken, ob die Edge 4 mittlerweile besser ist als das, was Tali hat. Jawohl, die ist sogar besser. In allen Belangen. Schön. Da wäre, glaube ich, nichts dabei. Bei uns können wir mal das neue Sniper. Nicht schlecht. So.
Auch etwas präziser, das ganze Ding. Hat sich gelohnt, sich da nochmal dran zu machen. Nach ein paar Minuten Download haben sie Gavin Hossels Designdaten. Alles klar. Gut, da haben wir doch den richtigen Weg quasi gewählt. Und dann gehen wir jetzt nämlich mal unten nochmal vorbei. Gucken, ob wir die Klauen hier von dem Schiff lösen können. Ich habe gar keine Granaten mehr, fällt mir auf. Wie ungünstig. So. Einmal hier ab nach oben. Okay. Möchte ich gerne mal hacken. Das ging doch schon besser. Oh, neue Rüstung. Bringt die denn was? Ja, doch. Dann nehmen wir uns mal die. Und Ashley, du kriegst... Ich glaube, bei dir lohnt sich auch noch nichts großartig. Oder nehmen wir die mal. Mein Tech-Biotik kommt im Moment nicht allzu sehr häufig vor. Du hast, glaube ich, immer noch keine passende für dich. Nee. Ich glaube, für Tali gibt es auch nicht wirklich viel Rüstung, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aha. Deckung. Draufballern. Der Frontkämpfer wäre schon mal weg. Oder zumindest am Boden. Da bitte mal eine Sabotage drauf. Ja. So, das ging schon mal erfreulich schnell. Es fehlt noch hier dieser verdammte Pirscher. Da ist er. Kannst du den überlasten? Ja. Nicht schlecht. Es scheint aber noch was hier zu sein. Genau, speichern können wir auch nicht. Da wäre noch was zu looten. Ja, das war nix. Machen wir es so. Geheime Informationen. Die Testproben hätten vor 3 Tagen eintreffen sollen. Aber wir haben weder von dem Frachter noch von der Kolonie etwas gehört. Wir befürchten, dass die Proben entkommen sind und empfehlen, jeglichen Kontakt mit der Nodacrux-Kolonie abzubrechen. Selbst wenn die Kolonie entdeckt wird, darf niemand die Ereignisse dort mit uns in Zusammenhang bringen. Interessant. Okay, dann schauen wir mal weiter. So wie eben. Wir haben nicht das richtige Werkzeug, diesen Greifer zu zerstören. Suchen wir weiter. Aber wir müssen dann doch da oben rüber. Okay. Dann gucken wir, ob wir den platt kriegen. Ein Geist. Hau da mal eine Sabotage drauf. Gut, der wäre weg. Granaten haben wir ja keine mehr, fällt mir gerade auf. Da bitte mal eine Überlastung. Deckung. Ashley, du gehst mir hier gleich drauf. Kindchen, wo treibst du dich denn schon wieder rum?
Sexy, die neue Rüstung, ne? Ich glaube, der war's. Wir haben... Na, es wäre keine Dings da. Okay, den Verwüster, den haben wir aber auch gleich platt. Gut gemacht. Hätten wir unten noch ein paar, die weg müssten. Sehen Sie hier, Kommandant. Eine Quarantänestation. Ist ja auch egal. Wir müssen nur einen der Greifer kaputt machen und das Schiff ist weg. Hm, schauen wir mal. Hier gibt es aber noch so viel zu entdecken. Zum Beispiel diese Kiste. Hm, komm, lass mir mal bitte eine Lücke. Danke. Oh, langsam kriegen wir die richtig guten Sachen. Habe ich den Eindruck. Oder zumindest die besseren Sachen. Richtig gut ist ja... Ich glaube, bis Level 8 oder 9 geht es. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gut, da haben wir, glaube ich, auch nichts Neues für dich. Und daher. Jupp, das können wir soweit lassen. So, wir haben ein G-Terminal. Wie gesagt, Geth geht. Die werden im Laufe der... Im zweiten Teil heißen sie ja wieder Geth. Im ersten Teil heißen sie geht. Da haben sie halt mit der Übersetzung ein bisschen... Ja, waren sich nicht so ganz sicher. Gucken wir, was geknackt kriegen. Ansonsten... Uha. Überbrücken wir es halt manuell, ob es geht. Geht-Invasion. Laut dieser Daten, laut der Daten dieser Konsole bereiten die Geth einen größeren Angriff auf den Ratssektor vor. Wenn diese Informationen korrekt sind, ziehen sie gerade eine größere Streitmacht irgendwo im Armstrong-Nebel zusammen. Und das gab dann einen weiteren Auftrag für uns. So, Serverknoten. Na, verdammt, das war nix. Private Log-Einträge von Dr. Gemlor. Ich vertraue dieser Cerberus-Gruppe nicht. Sie zahlen gut, aber wenn das hier freikommt, bevor wir ein Gegenmittel entwickelt haben, das ist einfach fahrlässig. Sie wollten uns schon nicht sagen, wofür sie die Proben brauchen oder warum sie das Mantaro-System geliefert, warum sie in das Mantaro-System geliefert werden sollten. Gemäß meinen Anweisungen ist da draußen nichts Interessantes. Gemäß meinen Aufzeichnungen. Wieder ein Auftrag mitgenommen. So, dann gucken wir mal, ob wir hier das Ding aktivieren können. Sie haben an der Konsole einen Reparaturhinweis gefunden. Die verdammte Tür zur Shuttle-Bucht ist wieder blockiert. Solange der Druck bei 30 Psi oder darunter ist, funktioniert alles. Und das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 Psi aktiviert. Aber schon im Bereich von 31 bis 34 Psi schließt die Tür derart hart zu, dass sie einen Metallträger zerquetschen würde. Irgendjemand muss das System reparieren, bevor jemand aus meinem Team der Arm abgerissen wird. So, und dann müssen wir nämlich jetzt gucken, dass wir das irgendwie auf 31 bis 34 Psi kriegen. Wir haben hier... Ventile 17, 11, 13, 7 und 5. Dann würde ich mal sagen, wir machen 17. Das wären dann 24. 5 wären 22. Wenn wir nicht mit aus 11, dann sind wir nämlich auf 33.
So. Und dann schließen wir mal die Tür. Sehr gut. Das Feld, das den Ausgang versperrt, ist gleich ausgeschaltet. Jetzt können wir uns um diesen Torianer kümmern. Verdammt. Ich hätte zu gern das Gesicht von deren Piloten gesehen, als das Ding kippte. Ich hoffe, das Schiff war voll von diesen Bastarden. Ich wiederhole. Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Kommen, Commander. Reden Sie mit mir. Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Halten Sie die Kolonisten von der Normandy fern. Schießen Sie, wenn Sie müssen. Okay, Commander. Wir geben ein paar Warnschüsse ab. Das sollte Ihnen Beine machen. Wir gehen. Aber vorher sollten wir den Ort von diesen verdammten Synthetischen befreien. Na gut, das machen wir mal in der nächsten Folge. Hier erstmal ein Schnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Codex gibt's auch keinen. Von daher, bis dahin. Ciao, ciao.